an alle Solariumgeher. Ja. Müsst ihr euch mal 10 Stunden in die Sonne hauen. Das ist ein Skitour mit 2000 Höhenmeter. Da braucht es kein Solarium mehr. Da wird es so abgebrannt. Der Champagner, 3000 Meter. Das ist ziemlich ein Traum. Dann ist es sehr hoch. Und dann geht es ab, wie das nicht gleich geht. Oh, Hölle. Mal einen schönen Panoramaschenk machen. Dann gibt es eine Down-Scharpe. Die ist noch steiler. Kommt mal auf den schönen Gipfel und Säule drum oben. Ja, da sind schon Lawinen auch noch drin. Aber da drüben schaut es gut aus mit der Spur. Wie geht's, Boah? Anstrengend, gell? Jetzt sollten wir die 2000 Höhenmeter haben. Geil, gell? Alter. Jetzt geht's da flach rum, nicht so wild noch. 20 Höhenmeter. Genial, das war eine richtig geile Abfahrt mit voller Bauer. Also perfekt. Und der Zirchelgaser da, der ist so gut. Richtig. Genial. Und geil! Ja! Du hast den Arsch offen, Abi. Ja, Abi, ich hab auch noch. Hey, wo ist Abi? Hey, sag mal hallo! 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 Der Benji ist wieder bei den Weibern! Unglaublich! Jetzt haben wir noch 2000 Höhenmetern und 20 Kilometern, fast 20 Kilometern horizontale Entfernung im Skigebiet angekommen. Das ist ja irgendwie schräg, nachdem wir jetzt da wirklich sehr off-piste unterwegs waren, sind wir jetzt auf einmal im Skigebiet und sind jetzt unterwegs zu einer Selbstversorgerhütte und werden da bivakieren und uns jetzt was Leckeres kochen. Und ich muss sagen, ja, 2000 Höhenmeter, spürt man. Spürt man. Also ich, natürlich auch, da war ich spür's. Ich spür's ja, das war recht anstrengend. Hinten ist der Übergang, der war auch heiß. Aber kurz Fahrtl noch, oder? Da hinten. Und aber, gell? Die Abfahrt war gewaltig, voll Powder. Ja. So richtig fein, super. Ciao, bis am Abend bei der Bier und. Ja. Genießt die Aussicht auf den Winterraum. Aber das war heute ein wilder Tag. Ja, wenn da kein Zaun war, dann kommst du auch nicht um mich. Aber ich weiß wenigstens, dass du da bist. Ja, glaube ich nicht, ich tickle das auch. Holger geht. Heute war ein Zauber-Tag mit über 2000 Höhenmeter und fast 20 Kilometer. Und der Schluss war auch nochmal ziemlich happy. Und dann beim Zaun brauchst du auch keinen Fehler machen. Jetzt liegst du auch da unten. Aber jetzt ist es schön gespurt. Die Jungs um mich. Gemütlich. Und ein ins Heißel. Und dann passt es. Wunderschönen guten Morgen von der Hildesheimer Hütte. Leider hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gezogen. Und die Jungs schlafen noch. Jetzt ist es nicht möglich, über den Wild runter über das schöne Gletscher Becken bis. Ah, Chef, Chef. Okay.
Ich habe mir gleich eine Säule Rinnele gehabt am Anfang. Jetzt steigen wir auf. Achtung, so geht hier. Der Kopf war noch. So, ich mache jetzt kurz das Abschlussstatement. Gell? An meine deutschen Kollegen. Skifahren üben, Skifahren trainieren. Solche Rennen wie diese, die gehen ganz locker, aber man braucht richtiges Material. Und man muss sehr viel Skifahren üben. Vorne bleiben und ganz locker, dann geht das schon. Also 2,5 Tage haben wir gemacht. 5 Tage wärmt, das Wetter hat sich verschlechtert. Ja. Das war eine schöne Tour.